Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers Live OMG. Ja, wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge gemacht haben. Aufgehört haben. und zwar haben wir ja fleißig Videos produziert und waren auf der Präsentation von einem weiteren Spiel von Philipp Honey Play Studios 3. Und ja, die Miete haben wir bezahlt, wir sind im Minus, wie ihr seht, nicht wundern. Und deshalb müssen wir aktiv weiter Videos produzieren, meine lieben Freunde, denn es sieht nicht gut aus mit der Miete und mit den laufenden Kosten, sprich Personal, Mitarbeiter und sowas, ne? Deshalb machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Geben Gas, weiter geht's und ja, lasst die Videos rauskommen oder hochladen. Möget starten. Spiel laden, Intro mit 3D-Logo. Zusammenfassung des Spiels, nehmen wir mal einen fachlichen Kommentar. Du hast dein Archiv mitbekommen. Mörderischer Blick. Spielintro. Pro-Gamer. Warum nicht? Funktioniert ja bis jetzt ganz gut. Das ist diese neue Charisma-Karte, die wir freigeschaltet haben. Die ist sehr gut. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Nehmen wir mal. Enttäuscht? Passt irgendwie nicht. Nervige Kritik. Oh, das war auch nicht so doll. Oh, oh, geht. Ladebildchen, nehmen wir mal. Emotional. Ah, hätte ich das auch mir sparen können eigentlich. Das Spiel hängt sich auf. Lustige Kritik. Ich glaube, das kommt nicht so schlecht an. Ja, war ganz gut. Guck mal, wir haben fast alles auf Max hier. Machen wir mal winkende Verabschiedung. Und dann guck mal. Haben wir alles fast auf Max, Leute. Boah, nicht schlecht. Dann machen wir mal so. Dann so. Dann so. Ja, ich muss ein bisschen überlegen. So leicht ist das ja nicht immer, ne? Wie ihr wisst ja, wie es ist. Machen wir mal so. Da. Einmal so. Ah! Ist so schön. Das muss auf jeden Fall ganz nach Ende. Das können wir dann auch hier reinnehmen. Dann haben wir auch das hier. Müssen wir ja. Haben wir alles auf Max. Dann nehmen wir das rein. Und das. Gucken wir, ich gucke gerade ein bisschen. Ja, okay. Das geht so. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Neuer Rekord. Sehr schön, Leute. Ich dachte, einen Mitarbeiter mit einem eigenen Computer zu haben, sei eine exzellente Idee. Ich wollte mehr, viel mehr. Der Wunsch, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen, wurde immer größer. Und ich entschied mich dazu, mir ein neues Zuhause zu suchen, von dem ich aus meinem Kanal noch viel besser erweitern könnte. Interessant. Wie aber viermal arbeiten sollen wir, okay. Schauen wir beim Spielen zu. Ein Gameplay-Video zu machen ist sehr einfach. Denke ein bisschen darüber nach, was du sagen willst. Spiele so gut du kannst und füge beim Nachbar ein paar nette Effekte hinzu. Kinderleicht. Okay. Das ist ja alles kein Problem, das können wir ja machen. Arbeiten sollen wir. Leute, wir sollen uns eine neue Wohnung holen, aber wir können uns nicht mal die Miete hier so leisten, ne? Also. Schwierig wird das auf jeden Fall. Oh, das Video ist nicht so gut angekommen. Auf jeden Fall gehen wir einmal dann arbeiten. Hier gibt es 55 für 6 Stunden. Machen wir mal. Und dann müssen wir mal schlafen, ne? Okay, ein bisschen Kohle haben wir dann angenommen. Video aufnehmen, bitte. Was ist denn beliebter Omega Hobos irgendwie noch? Dazu ein Gameplay-Video. Haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen, sehr gut. Können Sie gerne auf unserem PC machen. Weil wir gehen jetzt schlafen. Und in der Zeit kann sie gerne ein gutes Video aus unserem PC kreieren. Da sind wir ja mal nicht so, ne? Darf sie mal an dem Chefrechner ran. Sehr schön. Obwohl, das dauert doch schon länger. Guck mal, sie braucht auf jeden Fall viel länger als wir, gefühlt. Dann essen wir mal ein Sandwich.
Oh ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich an den Drecksrechner hinsetzen. Ah, sie ist auch müde jetzt. Dann gehen wir erstmal ein Video aus dem von dem anderen Rechner aus machen. Ist ja nicht schlimm, können wir auch mal testen. Und zwar zu diesem Spiel hier, wollte ich gerade sagen, aber wir haben ja die Konsole noch nicht mal. Das Problem ist, wir haben keine Kohle, sonst würde ich mir die Konsole ja direkt holen. Das ist ein bisschen schade. Gucken wir mal, was für ein Video wir mit diesem Rechner machen können. Hier haben wir jetzt fast 25.000 Klicks und es steigt weiter höher. Gucken wir mal, was wir mit diesem Rechner für ein Video hinkriegen. Nehmen wir mal Hackfresse, das kam bis jetzt immer gut an. Okay, doch nicht so gut. Zeit bevor das Spiel startet. Pro Gamer, natürlich. Du hast ein Easter Egg gefunden. Nehmen wir mal mörderischen Blick. Ladebildschirm. Nehmen wir natürlich fachlichen Kommentar. Oh, Minus, schade. Da haben wir richtig was verkackt. Du hast dein Archiv mitbekommen. Dann nehmen wir mal nervige Kritik. Testen wir einfach mal. Hauptmenü. Philosophischen Kommentar. Warum nicht? Das Braune will ich noch ein bisschen höher haben. Guck mal, jetzt haben wir das schon auf 8. Sehr geil. Das war echt gutes Kommentar. Du hast deinen eigenen Highscore geschlagen. Ratschlag. Das wohl gut war? Naja. Überraschende Wendung. Winkende Verabschiedung. Sehr gut. Ich glaube, das wird wieder ein chilliges, gutes Video. Machen wir so. Dann so. Dann können wir so machen. Dann machen wir so. Mucken so. Und dann mucken wir einmal so. So, was gucken hier. Das raus. So sieht das schon mal nicht schlecht aus. Das sieht doch nicht schlecht aus. Akzeptieren wir das Ganze und schauen mal, was rauskommt. Ein neuer Rekord. Oh mein Gott. Warum? Wir machen es auf so einen Drecksrechner. Wisst ihr, was ich meine? Das erste Mal ein Video und das wird ein neuer Rekord. Und unser Hauptrechner hier hat schon lange keinen Rekord mehr ausgebrochen. Das ist echt komisch, ne? Was hat sie denn hier zu sagen? Ach so, das ist hier Video. Da kann ich auch so raufklicken. Ach so. Okay, das wusste ich nicht. Dann weiß ich es jetzt. Dann essen wir nochmal einen kleinen Sandwich. Und gehen einmal arbeiten. Und zwar hier 8 Stunden 75, sehr gut. Und sie kann ein Video aufnehmen. Obwohl, nee, geht ja nicht. Beide rennt dann. Kann sie eine Pause machen. So lange. So, Leute, unser Ziel, wie ihr sehen könnt, noch dreimal arbeiten. Jetzt gleich zweimal nur noch. Und Kanalaufruf oder Abonnenten 100.000 müssen wir haben. Dann geht's los, glaube ich. Dann können wir auch endlich umziehen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Geld sparen. Guck mal, wir haben schon den 14. Und haben immer noch nicht die laufenden Kosten zusammen. Oh, insgesamt zu zahlen 381. Das dauert noch, Leute. Das dauert noch. Okay, wir müssen jetzt einmal schlafen. Wird knapp auf jeden Fall mit der Kohle. Wir gucken mal. Kann sie jetzt schon wieder aufnehmen? Ja, kann sie. Aber nicht auf dem Rechner. Ah, nee, wir warten. Sie soll ja gleich auf dem schlechten Rechner ein Foto aufnehmen. Foto sei schon Video. Entschuldigung. Wir gucken gleich mal, wie das Video wird. So, jetzt kannst du bitte ein Video aufnehmen. Auf Rechner Nummer. Nee, das war falsch. Ja, du sollst Video aufnehmen, nicht ich. Ich mach gleich. Ja, die Spiele sind auch nicht so geil zurzeit, ne? Die wir haben. Dann auf Workstation 2 natürlich. Ja, passt. Sehr gut. Und wir gehen jetzt ein neues Gaming-Video auf Workstation 1 machen. Ich bin mal gespannt, wie viele Klicks wir auf dem Video kriegen, den wir zuletzt hochgeladen haben, weil wir machen daraus jetzt ein Review oder wie? Gameplay. Gameplay, komm. Wir müssen Geld sparen. Ich kann mir kein neues Spiel holen. Wie viele Klicks wir für das eine kriegen, weil wir das auf dem schlechten Rechner aufgenommen haben. Deshalb, wir gucken mal. Wir gucken mal. So.
So, und dann nehmen wir ein Video auf und dann gehen wir wieder arbeiten. So machen wir das. So ein Rhythmus, so, ne? Normales Spiel natürlich. Intro mit 3D-Logo. Hauptmenü Pro Gamer. Du bist in der letzten Minute ins Spiel gekommen. Ratschlag. Natürlich, ganz cool. Er wird noch mörderischen Blick nehmen können, aber das war gar nicht so schlecht, meine ich. Ladebildschirm, fachlichen Kommentar. Das Spiel hängt sich auf mörderischen Blick. Okay, das war nicht so gut. Spielintro, lustigen Kommentar. Ich will das Gelbe wieder hochbringen, ein bisschen. Du hast eine Tracht Prügel bekommen. Okay. machen wir mal das hier. Überraschende Wendung. Aber winkende Verabschiedung. Okay, dann machen wir mal so. Ich muss noch mal gucken. Verbinden wir das einmal so. Dann so. So und so. Ich hoffe, dass das passt. Das haben wir, davon haben wir genug. Ja. Nehmen wir das rein. Das müssen wir reinnehmen. Das auf jeden Fall. Und das hier. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, meine Freunde. Kein neuer Rekord, aber fast 1000er Bewertung. Defekter PC. Oh Mann, oh meine Güte. Wir können ihn nicht mal reparieren, Leute. Was ist denn da los, ey? Was ist denn da los? Wie arm sind wir? Wir machen jetzt erstmal eine Piper-Veröffentlichung. Sehr gut. So. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall arbeiten. So kann das ja nicht weitergehen hier. Könnte ich mal den Rechner reparieren? Leute, ich bitte euch. Auf jeden Fall. Über 30k Aufrufe trotzdem. Obwohl wir auf dem schlechten Rechner ein Video aufgenommen haben. So, wir sind jetzt müde. Gehen auch schlafen. Warte, erstmal rechnen, reparieren wir den Rechner und gehen dann schlafen. So Leute, jetzt wird es richtig knapp. Wir haben nur noch 12 Tage ungefähr, um die Miete zu bezahlen. Plus die laufenden Kosten, ne? Guck mal, 381. Das wird auf jeden Fall richtig eng. Deshalb nehmen wir schnell gleich ein Video auf. Oh Mann, die Spiele sind auch nicht mehr so die besten, die wir haben, ne? Mann, Mann, Mann. Passend ist der Rechner kaputt gegangen, sodass wir uns nichts mehr leisten können. Wir könnten ein Spiel kaufen, aber das ist riskant, ne? Die paar Groschen sind auch, ne, gerade richtig hilfreich, wenn wir sie hätten. Was macht sie denn da? Muss ich gleich mal gucken, was sie da macht. Machen wir Hackfresse. Spielintro, Pro Gamer. Okay, war nicht so toll. Du hast dein Archiv mitbekommen. Wütende Kritik. Okay. Auf und ab wieder. Zusammenfassung des Spiels, fachlichen Kommentar. Nur mal gucken, das Spiel hängt sich auf. Lustige Kritik. Zeit bevor das Spiel startet. Emotional, ja, passt hoffentlich rein. Ja, war nicht so schlecht. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Mörderischer Blick. Natürlich. Überraschende Wendung. Machen wir mal. Winkende Verabschiedung. Dann machen wir mal so. So. Dann so. Nee, das war nicht ganz gut. So. Dann machen wir mal so. So, wie wäre es denn so? Und zum Schluss denn so. So, und dann nehmen wir nochmal das rein. Dieses und jenes.
und das passt dir, mehr geht nicht, dann ist das halt so. Wir machen das jetzt mal so. Interesse ist halt nicht hoch. Das nervt ein bisschen. Ich glaube, ich muss echt ein neues Spiel noch kaufen. Wollen wir uns das mal holen, Leute? Ein neues Spiel. Essen wir mal ein Sandwich. Erstmal. Ich glaube, ich kaufe mal ein neues Spiel. Ich riskiere das. Ich riskiere das 10 Tage noch. Das muss schnell reinkommen dann. Billiges Spiel, was gerade so sehr beliebt ist. U-Bahn Quantum. 22 Dollar nur. Sehr gut. 5 Sterne. Sehr gut. Das Spiel kaufen wir sofort. Und gehen jetzt einmal arbeiten. 6 Stunden. Und dann machen wir das Unboxing-Video. Und sie kann ein Video aufnehmen übrigens. Bevor sie hier rumsteht. Ein Review. Auf Workstation 2 bitte. Zu Omega Hobo 1. Achso, wir haben schon ein Review. Oh, na komm, Review 2. Kann sie gerne mal machen. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Oh, das war nicht sehr beliebt, das Video. Von Omega Hobo. So, dann machen wir mal ein Unboxing-Video. Workstation 1. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir die Kohle langsam zusammenkriegen. Guck mal, wir haben über 200. Ey. Ging aber wieder schnell mit der Kohle hoch. Mit dem Unboxing-Video kommen wir auch wieder schneller hoch, denke ich mal. Normales Spiel, machen wir mal Hackfresse. Erstmal. Ladebildschirm, fachlichen Kommentar. Quicktime-Event-Boss. Mörderischer Blick, natürlich. Sehr gut, das hat gut geholfen. Hauptmenü, emotional. Oh, ich glaube, das war nicht so clever. Lustige Kritik, oder was sind wir hier? Jemand hat dich unerwartet getötet. Beiläufige Kritik. Spielintro, Pro Gamer, lustige Kommentar. Nur ein lustiger Kommentar. Das Spiel hängt sich auf. Du hast keine Glühbirne mehr und kannst nicht weiter aufnehmen. Oh Mann. Ey, sabotiert hier uns einer. Schon wieder ein Fehler. Das kann ja wohl nicht wahr sein, meine Freunde. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Machen wir so. Machen wir so. Ja, so sieht das schon besser aus. Dann mal so. Da. So. Passt leider nicht. So, dann machen wir so. Müssen wir ja irgendwie so machen. Mann, ey. Das passt schon. Dann nehmen wir das mit rein. Das. Und das. Und dann passt das, glaube ich, schon. Größtenteils zumindest. Ja, neues Unboxing-Video. Guck mal, Interesse auf 100. Sehr schön. Warnung, die letzte Woche des Monats ist angebrochen und ich habe nicht genug Geld, um die Miete zu zahlen. Ich sollte das so schnell wie möglich auf die Reihe bekommen. Sonst ist meine Karriere als Utopar vorbei. Oha, Leute, oha. Natürlich gehen wir davor erstmal schlafen, um das einmal einwirken zu lassen. Um zu gucken, um zu überlegen, nachzudenken, wie wir das angehen. Und schlafen wir jetzt einmal. Und an dieser Stelle würde ich mich dann verabschieden, Leute. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir die Miete zusammenkriegen. Die letzte Schicksalswoche ist angebrochen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Über einen Daumen, Kommentar, Abonnement. Und wenn ihr das ganze Projekt sehen wollt, gerne in die Playlist auf meinem Kanal mal vorbeischauen, Leute. Und bis dahin, macht's gut, ich bin raus, ciao.